Hi Leute, hier ist eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Golden Sun, die vergessene Epoche. Im letzten Part sind wir ein wenig mit dem Boot hier oben hingereist zur Isla Preciosa. Allerdings haben wir dann nicht so viel erreicht und deswegen bin ich dann jetzt erstmal auf diese Insel gegangen. Ich weiß aber nicht, welche es ist, denn wir sind immer noch auf unserer kleinen Erkundungstour durch das östliche Meer und wir wollen halt hier alles angucken. Jede Insel hier in der Gegend. Wahrscheinlich werde ich mir auch nochmal diese hellen Stellen auf der Karte nochmal extra ansehen. Hier auch zum Beispiel oder da oder dort oder keine Ahnung wo. Denn es ist unsere Aufgabe, das hier alles zu erkunden. Und natürlich auch viele Monster zu besiegen. Und Jennas Aufgabe ist es jetzt mal kurz eine Heilaura auf alle zu nutzen. Und ja, jedenfalls, wir sollen noch nicht in dieses Mittelding. Ich weiß auch nicht, wo es ansonsten hingeht. Deswegen sehen wir uns jetzt erst einmal hier um. Wir lernen das Segeln mit dem Boot der Lemurianer. Also mit Aarons Boot. Und wir, nebenbei leveln wir und sehen uns mal um. Und Cosma hat, glaube ich, jetzt Level 21 erreicht und ist jetzt Magierin. Das ist sehr, sehr gut. Und natürlich, wir sehen uns in allen Städten, Dörfern und Bergen, Dungeons, was auch immer wir finden um. Dementsprechend gut. Und wir sind in Izumo. Achso, bevor wir irgendwas machen, möchte ich eine Kleinigkeit verändern. Da wir in einer Stadt sind, Geistleser. In Izumo gab es in letzter Zeit ziemlich viel Ärger. Ich möchte euch nicht abschrecken, aber ihr solltet besser wieder gehen. Und zwar schnell. Lauft auf der Stelle. Wirklich. Lauft. Was? Warum? Die große Schlange von Mikage ist erwacht. Was hat das alles zu bedeuten? Dieser Drache ist der Wächter der Insel. Warum sollte er uns also so grausam behandeln? Ein Drache? Okay, was bist du? Lady Uzume will nicht, dass Kushinada geopfert wird. Aber nur so kann die Schlange beschwichtigt werden. Hä? Ich bin mir sicher, dass die sanftmütige Lady niemanden opfern will. Okay, und was ist das hier für ein Haus? Da will ich mal reingehen. Kurz. Willkommen, wir haben alles, was das Herz begeht. Hat euer Auge an etwas Gefallen gefunden? Was möchtest du denn gerne kaufen? Ah, hier kann man Items kaufen. Und nicht nur Items, sondern auch Kleidung. Hm, wie viel würde das denn erhöhen? Lohnt sich das? Also bei Felix lohnt es sich nicht, aber bei Cosma würde es sich lohnen und bei Jenna. Ja. Gut, die Adeptenkleider verkaufe ich natürlich gleich wieder. Und, wen habe ich zum Spieleticket getragen? Ja, ich muss Aaron verdonnern. Tut mir leid, Aaron. So, und... Na, bei Aaron lohnt es sich auch nicht. Aber bei Jenna würde es sich lohnen, weil... Achso, Jenna ist schon völlig vollgepackt. Entschuldigung, das habe ich gerade nicht gesehen. Nein. Ja, gib auch Aaron gleich das Spieleticket. Mann. Gut, dann muss ich jetzt irgendwie erstmal meine Items ein bisschen ordnen. Notfalls... nee, Moment. Geben. Wer trägt denn noch so eine Dinger? Dann kann ich vielleicht... Nee... Heilige Federn, das ist die einzige, die wir haben. Die habe ich jetzt erstmal Cosma gegeben. Mal sehen, was haben wir denn nochmal da? Verursacht Schaden durch Eis, Schaden durch Klauen. Ah, das sind solche Zusatzdinger, wie zum Beispiel Öltropfen. Nee, als allererstes werde ich dann mal wohl die beiden Kristallstäube verkaufen, weil so viel bringen die jetzt auch nicht. Wir haben ja Psynergy. Wir sind jetzt wirklich nicht in einer Notlage, dass wir so viele brauchen. Und wenn, dann habe ich 14 Öltropfen. Case closed. Da muss ich nicht so viel rumschleppen. So, was die Kriegskeule angeht, sieht schon ganz okay aus. Aber ich habe ja hier unsere Sonderfähigkeiten. Die finde ich dann wiederum besser. So, nee, hier geht die Attacke runter. Aber bei Cosma kann ich auch den... Nee, den Klarheitsreif gebe ich erstmal nicht weg, weil ich erstmal nochmal gucken will. Ich habe ihn jetzt einfach nur so gekauft, wegen Boost, aber wenn jetzt... Ich habe nämlich gerade vergessen nachzugucken. Hebt Windkraft, das ist natürlich eigentlich besser für Cosma. Aber Cosma braucht auch eigentlich eine ganze Menge an Verteidigung.
Na, ich überlege mir das nochmal, aber ich behalte erstmal den Klarheitsreif. Und dann rede ich jetzt nochmal mit dem Mann. Eines Tages demonstrierte auch Kushinada ihre Kräfte. Ihre Stärke gleicht beinahe der von Sasu. Was für ein Jammer. Es wäre so schön gewesen zu sehen, wie stark sie geworden wäre. Worüber labert ihr überhaupt? Es geschah an jenem Tag, als diese leuchtenden Steine vom Himmel fielen. An jenem Tag erhielt Kushinada ihre Kräfte. Ach, sie ist ein Adept? Wir haben tatsächlich jemanden, der ein Adept ist hier. Okay. Generell dieses Dorf, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Oh, ich muss nochmal rausrennen, reinrennen, damit ich mir merke, wie das Dorf heißt. Ich höre jetzt so viele Namen und Izumo. Alles klar. Okay, Namen merken, bitte. Sieht auf jeden Fall leicht japanisch aus, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja doch, sieht sehr danach aus. Wenn ich jünger wäre, hätte ich das Opfer sein können. Es ist so schrecklich. Ja. Verwechsel wieder die halbe Steuerungsskala. Das ist mal wieder so toll. Was plant die Schlange mit dem jungen Mädchen zu tun? Sicherlich will sie nicht alle von ihnen zur Frau nehmen. Was? Eine Schlange zur Frau? Ah, ich glaube, ich verstehe so langsam, um was es geht. Gut, dann rede ich mal mit dir. Sasu will versuchen, die Schlange zu töten, um seine geliebte Kushinada zu retten. Er ist so furchtlos. Was geschieht nur, wenn Sasu durch den Verlust Kushinada wieder seine Wildheit entwickelt? Ich hoffe, er wird gegen die Schlange kämpfen. Selbst wenn er unterliegt, muss er wenigstens nicht ein Leben ohne Kushinada führen. Oh, wir haben ja auch noch ein Liebesdrama. Oh, wir haben ja richtig was am Laufen. Wir haben ja richtig was gefunden. Mein Name ist Okoni. Ich bin eine großartige Tänzerin. Allerdings steht mir der Sinn zurzeit unbedingt nicht wirklich nach Tanzen. Warum? Ich werde zwar nicht geopfert, aber das heißt auch nicht, dass ich glücklich bin. Meine liebe Freundin hat das Schicksal nicht verdient. Oh. Da wird also jemand Beliebtes aus der Mitte gerissen, weil sie geopfert werden soll. Das ist krank. Oh. Die Töchter der Familie jenes Hauses verlangten, dass wir das Opfer durch das Los wählen. Bei Glücksspielen hatte Kushinada noch nie ein gutes Händchen. Ich wette, diese beiden Mädchen haben darauf gezählt. Oh, dann will ich diese beiden Mädchen mal kennenlernen. Wäre Lady Uzume das nächste Opfer gewesen, wenn ihr Name auf dem Los gestanden hätte? Okuni, Kushinada und Lady Uzume haben alle teilgenommen. Mit uns das nächste Opfer zu bestimmen. Ich kann nicht glauben, dass Kushinada gezogen wurde. Ist das Zufall, Schicksal? Wir werden es wohl niemals erfahren. Mal sehen. Seit Kushinada gewählt wurde, ist Sasu unglaublich traurig. Aber den früheren wilden Sasu konnte ich auch nicht leiden. Er ist jetzt ganz anders geworden. Vielleicht kann ich seine neue Freundin sein. Das ist gemein. In letzter Zeit konnte die Lady sich nicht mehr darauf konzentrieren, Izumo zu regieren. Es muss ein Grund dafür ist sicher, dass alles viel ruhiger geworden ist. Und ja, ich weiß, wahrscheinlich verkacke ich die Aussprache mit jedem Wort. Es tut mir leid. Ich bin nicht so gut. Ich bin so erleichtert, weil ich nicht das diesjährige Opfer bin. Aber was geschieht nächstes Jahr? Ich habe diese Lotterie nur vorgeschlagen, weil ich nicht geopfert werden wollte. Es scheint, als hätte Kushinada wirklich nur Pech, so wie es alle behaupten. Ja, und jetzt soll sie ein Opfer werden für so ein Schlangenviech. Das ist gemein. Das nächste Opfer durch das Los zu wählen scheint eine sehr harte Methode zu sein. Ich bin viel zu alt, um den Ideen diesen modernen Zeiten folgen zu können. Sie scheinen mir viel zu extrem zu sein. Ganz ehrlich, beste Methode ist immer noch hingehen, Schlange hauen, weggehen. Das ist ja wohl... Ach, hier ist ein Altenheim oder sowas. Das Drachenmal scheint die Schlange im Zaum zu halten, aber wie lange noch? Die Schlange wird so viel Drachenmal zu sich nehmen, wie sie nur bekommen kann. Alles bis auf den letzten Tropfen. Niemand weiß, warum sie es so sehr mag. Vor allem, wenn man bedenkt, wie sehr sie es schwächt. Es muss für sie wie Katzenminze sein. Ich möchte wissen, warum der Wächter aus der Legende wieder erwacht ist.
Die Schlange sollte nur erwachen, wenn die Insel sich in großer Gefahr befindet. Ich fürchte die Katastrophe, die uns jetzt bevorsteht. Oh je. Vor einiger Zeit ist auf dem Festland ein Vulkan ausgebrochen. Wir konnten im Westen den Schein des Feuers am Himmel sehen. Kurz darauf ist der große Drache erwacht. Das hat die ganze Insel in Panik versetzt. Oh Gott, nein. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich frage mich, ob all die Katastrophen in der letzten Zeit den Drachen oben auf dem Berg aus seinem Schlummer gerissen haben. Die Schlange kann das Licht der Sonne nicht ertragen. Daher zeigt sie sich nur nach Einbruch der Dunkelheit im Dorf. Genauso wie es die Legende berichtet. Kein Sonnenlicht dringt in die Höhle der Schlange auf dem Mikage-Berg. Kein einziger Strahl. Ich bin alt und hab die Nase voll von dieser Welt. Warum kann ich nicht geopfert werden? Warum so ein junges Ding? Ich will nicht mehr, mein Ischias nervt. Ich hab Schmerzen in den Beinen, ich hab Diabetes. Wow, Ömchen, ganz ruhig. Du bist trotzdem kein Suizidkommando. Die meckert ja noch schlimmer als mein Vater. Ich kann meinen Dolch nicht finden. Ich hatte ihn doch eben noch. Wo habe ich ihn? Moment, Sasu? Oh, das klingt nicht gut. Aber bevor wir uns jetzt wirklich in die Berge einmischen und da wirklich Rambazamba machen, sollten wir uns erst einmal über die Situation im Klaren werden. Und ja, hier ist lauter Zeugs und deswegen habe ich das weggewirbelt und hier ist Gegengift. Wir untersuchen den Boden und kriegen ganz viel Gegengift. Yay! Und ich muss ehrlich sagen, Izumo ist ein sehr schönes, großes Dorf und auch eine sehr nette Musik. Als Kind war Sasu so wild, wie man es sich nur vorstellen kann. Es gab viel Zwietracht zwischen ihm und seiner älteren Schwester, der Lady. Erst Kujinada konnte seine Wildheit bändigen. Natürlich will niemand, dass sie geopfert wird. Die Lady liebt ihren Bruder von ganzem Herzen. Ich bin mir sicher, sie würde Kushinadas Platz einnehmen, wenn sie könnte. So, und was ist hier? Ah, hier ist ein Heiligtum und Mädchen. Wenn ich älter werde, kann ich vielleicht auch ein Opfer sein. Was ist ein Opfer? Das willst du noch nicht wissen. Niemand möchte ein Opfer sein, also muss ein Opfer etwas sehr Unheimliches sein. Ja, und das solltest du auch nicht lernen, bevor du erwachsen bist. Armes Kind. Wie können die nur unsere geliebte opfern? Das ist nicht fair. Kushinada. Oh, die Arme. Ich will nicht, dass die Schlange von Mikage Kushinada frisst. Warum will ihr denn niemand helfen? Ich helfe ihr, aber erst will ich mich im Dorf umsehen. Eigentlich müsste ich auch noch alle Krüge und so weiter untersuchen, aber das lasse ich mal. Was ist denn hier los? Die Schlangen fraßen alle unser Essen und dann die Schlange, es war nur eine, verschwanden wieder in der Dunkelheit. Sie hat unser Fest ruiniert. Aha, die ist bei einem Fest aufgetaucht. Okay. Die Schlange liegt auf dem Mikage-Berg. In unserer Sprache bedeutet das unsterblicher Berg. Solange die Schlange auf seinem Gipfel liegt, wird sie sicher auch nicht sterben. Okay, und was ist mit euch beiden, ihr Hübschen? Eines Nachts hat die Schlange das Dorf angegriffen während einer Feier. Sie verschwand nicht eher, bevor sie nicht das gesamte Essen verschlungen hatte. Ihr Hunger kennt einfach keine Grenzen, Fresssack. Nein, 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 ich will die andere ansprechen. Es hat keinen Sinn zu tanzen, wenn Okuni nicht dabei ist. Aha, und wieso? Okuni ist eine wirklich großartige Tänzerin. Es macht viel mehr Spaß, wenn sie bei uns ist. Ah, da oben ist noch jemand. Wer bist du denn? Du siehst komisch aus. Mit dir will ich reden. Sasu ist nicht hier. Ich glaube, er wollte zum Mikage-Berg. Au! Er glaubt, er könnte Kushinada retten. Daher ist er nun los, um gegen die Schlange zu kämpfen. Er glaubt wirklich, dass er die große Schlange besiegen kann. Es ist alles umsonst, denn ein Held wird kommen und die große Schlange vernichten. Wenn die Schlange meinen Bruder tötet, bin ich ganz allein. Und ja, ich glaube, das ist seine Schwester. Ich kann aber nochmal gucken. Ich bete dafür, dass der Zorn unseres Wächters nicht entbrennt und Sasu siegen wird. Ich glaube, das ist seine Schwester, Lady Uzuma. Ich bin mir aber nicht sicher.
Ich hab's ja so mit Geschwister und Verwandte durcheinander bringen, ne? Ja, Sasu kam hier vorbei, als er auf dem Weg zu Kushinadas Rettung war. Der Idiot hat mich einfach umgehauen und ist weitergegangen. Er war völlig außer sich. Ich kann Sasu zwar nicht leiden, aber ich verstehe, wie er sich fühlen muss. Ach, sie ist ein wirklich hübsches Mädchen, die kleine Kushina. Den weiteren Teil der Gedanken kann ich nicht vorlesen, außer ihr wollt eine FSK 80. Selbst wenn Sasu Kushinada retten kann, wird sie nicht einfach mit ihm davonlaufen. Ich glaube, sie wartet immer noch auf den Helden, der die Schlange vernichtet wird. So wird es sein. Also gibt es einen Helden. Lady Utsume meint, dass ein Held erscheinen würde, aber ich weiß nicht, da kommt kein Held mehr. Aber wenn Sasu mit Kushinada angelaufen käme, würde ich sie nicht aufhalten. Und... Sasu, bitte komm nicht, um mich zu retten. Ah, das scheint Kushinada zu sein. Wenn ich dich sehe, verliere ich schließlich sicherlich den Mut, mich für das Dorf zu opfern. Ich davonlaufe. Wenn alle anderen leiden müssen. Bitte komm nicht, um mich zu retten. Die Lady hat prophezeit, dass ein Held kommen wird. Ich glaube ihr. Daher werde ich hierbleiben, bis der nächste Vollmond gekommen ist. Und auch der Held. Okay, wenn wir hingehen, scheinen wir nur... Okay, ich fasse die Situation mal zusammen. Wir haben da dieses süße kleine Mädchen Kushinada, das einer Schlange geopfert werden soll. Und die Schlange will sie fressen. Ja? Und das muss einmal im Jahr gemacht werden, seit die Schlange erwacht ist. Weil er ist der Wächter dieser Insel. Und ohne den Wächter würde der Insel großes Unheil bevorstehen, beziehungsweise weil er überhaupt aufgewacht ist, ist denen schon großes Unheil passiert. Aber eigentlich sehe ich die Schlange überhaupt nicht als Wächter, weil... Das ist ein Tyrann. Hallo? Ich meine, wie kann man nur... Oh, hier kann man noch weitergehen. Ich dachte mir schon, dass das geht. Jedenfalls, wie kann man nur von einem Dorf verlangen, seine... Töchter zu opfern. Hallöchen, das ist ja wohl mal ganz scheiße. Und wir wissen jetzt auch, und hier ist ein Lebenswasser. Ich dachte mir schon, weil der Topf da steht, dass da irgendwas ist. Naja, jedenfalls, was ich auch noch dazu sagen muss, ist, jetzt wissen wir auch noch, es gibt diesen Sasu, der scheint in Kushinada verliebt zu sein. Und sie hat ihn gebändigt und verändert. Und Liebe macht ja bekanntlich glücklich, aber auch blind. Und jedenfalls, es ist jetzt folgendermaßen, dass er losziehen will, sie retten will, wenn sie dann dahin kommt und geopfert werden soll. Ja, und hier unten kann man auch lang, okay. Jetzt ist es so, dass er halt hingegangen ist, sich wahrscheinlich diesen Dolch da aus diesem Haus, diesem Altenheim oder was auch immer das war, geklaut hat und... Jetzt tatsächlich will, dass die Schlange umgebracht wird und er will sie umbringen und dann will er seine große Liebe retten. Jetzt ist es aber auch so, dass die Lady, seine große Schwester, prophezeit hat, dass ein Held kommen wird und die Schlange umbringen wird. Ich nehme an, das müssen wir machen. Ich nehme an, nachdem wir das gehört haben, können wir das nicht einfach so stehen lassen, rausgehen, müssen zu den Bergen gehen. Die Berge sind wahrscheinlich da etwas weiter im Südosten. Die hat man, glaube ich, schon gesehen. Das war so ähnlich aussah wie der Bora-Felsen. Ich schätze mal, das sollten wir auch mal machen. Und bevor wir jetzt irgendwas weitermachen, rede ich noch mit dir. Seht ihr den Ring aus riesengroßen Steinen? Sie stehen hier schon seit Ewigkeiten. Niemand weiß, wer sie hier hingestellt hat. Seht ihr, welch perfekten Kreis sie bilden? Bis auf diesen einen, nicht wahr? Sasu hat ihn bewegt. Er hat dazu nicht mal seine Hände benutzt. Sicher hat er das Geheimnis einer großen Macht entdeckt. Sasu ist auch ein Adept. Die sind... Ich habe irgendwie noch im Kopf gehabt, dass ich verschiebe habe. Ich mache erstmal wieder den Kreis und dann teste ich was. Denn ich glaube, dass man hier Enthüllung einsetzen kann. Aber hey. Erstmal will ich hier den Stein bewegen. Ach, es geht... Ach so, nee, ich muss es von dieser Seite machen, oder? Oder geht es nicht von alleine? Doch, es geht. Okay. Hä?
Der falsch ausgerichtete Stein, der befindet sich wieder in seiner Ursprungsposition. Wie ist das geschehen? Sasu oder Kushinada müssen ihn bewegt haben, als ich gerade nicht hinsah. Nee, das waren wir. Pft. Das waren wir. Und jetzt setzen wir Enthüllung ein und gucken mal, ob hier irgendwie eine Truhe ist. Nein, hier ist eine Treppe. Aha, und hier sind die Ruinen von Izumo. Okay. Also, allgemein ist es wohl so, wir müssen wahrscheinlich zum Mikageberg und uns um die Schlange kümmern. Allerdings haben wir hier noch die Ruinen. Und ich würde deswegen jetzt ganz einfach mal sagen, ich beende hier den Part und würde dann im nächsten Part hier die Ruinen erkunden und je nachdem, wie lange das dann dauert, entweder die Ruinen fertig machen oder je nachdem, wie lange sie dann tatsächlich sind, zwei Parts in den Ruinen machen und dann zu den Bergen gehen, nach den Ruinen. Und dann sehen wir ja, wie sich das Ganze zwischen Kushinada und Sasu entwickelt und wie wir da in dieses ganze Gefilde hineinpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye und yes, haben wir viel zum Erkunden. Das ist super.